Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Jack & Dexter zu Precursor Legacy. Und ja, ich habe es euch versprochen, wir gehen jetzt in den Tempel und das machen wir natürlich auch. Zack, da stoßen wir uns erstmal wieder. Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch. Traurig. Traurig, aber wahr. Und da würde ich sagen, arbeiten wir uns jetzt so nach und nach hier durch diesen Dschungel. Das rate ich eigentlich auch, wenn man hier neu anfängt, viele gehen, denke ich mal, erst in den Wächterstrand, also in den Strand, wo wir schon mal waren, und versuchen den dann durchzuspielen. Das ist auch möglich, gleich am Anfang. Aber am besten ist es, man geht hier in den Dschungel. Das ist zwar von den Gebieten, die wir hier haben, das schwerste. Da unten sind Precursor Orbs. Ne? Mal gucken, wenn noch Zeit auf der Uhr ist, können wir da ja nochmal hingehen. Ist zwar das schwerste hier aus dem Gebiet, was man machen kann, aber es lohnt sich ganz einfach, weil du das dann halt eben wiederum zum Beispiel am Wächterstrand nutzen kannst, ja. Hey, komm her. Da sind kleine Blitzspuren an diesen Pfosten und aus der Echoöffnung da drüben kommen Blitze. Denkst du, was ich denke? Ja, ne, also das ist ja dieses blaue Echo. Ding, hier unten kann ich euch auch mal zeigen, ne? Liegen überall die Teile rum, die Brückenteile, da ist eine Sperrfliege und da ist eben das Tor. Jetzt schlagen wir erstmal das Vieh hier und dann geht's los, die ganze Zauberei. Ja, dank der Macht der Precursor, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube die gesamte Brücke gab es hier nicht, soweit ich weiß, aber ich meine, es gab mal eine Version, wo die größer war, also wo mehr Teile da waren, aber ich habe ja gar kein blaues Echo mehr, vor lauter Quatschen, aber sicher bin ich mir da ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil, ja, das ist mal mindestens jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre her, aber ich habe natürlich schon mal hier auf der PS4 das Ganze gezockt, auf die Spitze dieses Turmes. Zack, machen wir erstmal das Ding an. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Denn wir haben ja vorhin schon gesehen, die Speerfliege. Zack, das ist die vierte. Das ist aber auch hier, finde ich, mit. Also ich glaube, einmal hatte ich es gehabt. Da habe ich mich hier doof und dämlich gesucht an dieser Speerfliege. Weil ich sie einfach nicht gefunden habe. Also. Sie war nicht da im Endeffekt, bis ich die dann mal von außen gesehen habe. Also, das ist schon krass manchmal. So. Zack, da war unser Freund. So. Dann geht's auf. Bumm. Ja, das ist immer schwer, finde ich, mit den Dingern hier zu fliegen. Das kriege ich nie hin. Nein, jetzt haut das Ding schon ab. Jetzt muss man wieder warten. Ah. So. Können wir ja mal kurz die Aussicht genießen. Kann man aber auch von oben machen. Da ist die Nebelinsel, da wo wir ja auch hin wollen. Siehst du, ich sag schon, dass das hier das Schwerste ist von allen. Und dabei ist es die Nebelinsel. Und natürlich, was steht am Ende eines von diesen Tower? Einfach eine Energiezelle. Aber wir können ja hier schon mal gucken. Da hinten, das dürfte der Wächterstrand sein. Gell? Da ist Samos Haus. Genau, da ist die Brücke. Dann geht das hier so rüber, da ist das Haus, die Nebelinsel, der Felsgeysir, der Strand. Hier ist dann der Feuerkännchen, durch den wir durch müssen. Und da hinten ist dann das Haus vom Blauen Weisen in dem Fall. Und da ist halt eben die Ortschaft hier so, ne? Die sieht man da schon so ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Etage tiefer. Ich kann hier auch springen und wenn ich hoch genug springe und das hier mache, kann ich mich sogar verletzen beim Runterfahren, aber das ist nur ein Geheimnis von mir. Genau, so, hier hat man eine Öffnung und die müssen wir jetzt natürlich aufmachen. Super, jetzt haben wir hier einen Precursor-Starter, aber deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug, also bringt uns das überhaupt nichts. Danke für deine Weisheiten, Dexter. Also, er übertrifft sich manchmal wirklich selber, aber ja, hier gibt es ja nur einen Weg, das Ganze zu machen. Und viele Precursor Warps, was mich natürlich immer noch mehr freut als alles andere. Weil ich ja Precursor Warps liebe in dem Fall. So. Zack. Ja, fast nicht geschafft. So, und das ist unser Precursor Starter. Also Echo Starter genannt. Und
dann drück nochmal drauf, würde ich sagen. Wow, habt ihr das gesehen? Auf der ganzen Welt sind blaue Eco-Öffnungen aktiviert worden. Ich habe doch gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt, sie aufzumachen. Es muss noch andere Orte geben, von denen aus man auch die restlichen Eco-Öffnungen aufmachen kann. Ja, aber ich frage mich, wenn die ja zugewesen sind, wer hat die denn eigentlich irgendwann mal zugemacht? Weil so unpraktisch sind sie ja nun mal nicht, ne? So, hier hat man einen Stator. Da gehen wir natürlich gleich mal hin. Und ich gebe mal einen Tipp, ich mache das immer zweimal, weil manchmal hatte ich es auch schon gehabt, dass du da nicht alle Precursor, also nicht alle Orbs mitgenommen hast. Ja, und dann sind die da oben noch und dann suchst du dich auch auf der Karte dumm und dämlich und findest sie ganz einfach nicht. Ja, von daher immer zweimal hochspringen, das macht schon Sinn. So, und zack, ich würde sagen, willkommen bei unserem ersten Bosskampf. Ja, also das ist der erste Boss sozusagen. Oh nein! Oha, genau, das ist richtig eklig hier. Das ist richtig eklig hier gemacht. Du hast diese Viecher, die musst du dann halt eben töten, ohne dass sie sich töten. Und ich mit einem Leben jetzt, ist natürlich noch kritischer. Und die Pflanze versucht dich natürlich auch zu attackieren, ist ja logisch. So. Aber an sich ist es schon ein einfacher Boss, muss man sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich zum Beispiel, ne, ich kann immer nur von dem kleinen Sven reden, von damals, das auch nicht hingekriegt habe. Ah ja, da hat sie mich. Oh. Zack. Lecker, 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 lecker. Ein Jack und ein Dexter zum Frühstück. Schmeckt besser als McDonald's Frühstück. Oha, der war jetzt schon fies, muss ich sagen. Aber naja. Was will man machen, gell? So, da sind wir wieder. Pflänzchen, dieses Mal auch mit 100% Akku. Na, komm her. Komm, ich schmeck gut hier. Ich schmeck gut. So. Zack. Geh mal hier in die Ecke. Ist eigentlich egal, in welche Ecke man geht. Hauptsache, man lässt sich nicht fangen von der scheiß Pflanze. Und ich sag mal, das ist immer ganz gut, damit die halt eben ihre Stachel einfahren. Weil ansonsten, ja, wenn sie ihre Stachel ausgefahren haben, kannst du sie nicht killen. Sind sie halt so hier. Komm, fahr jetzt die Dinger ein. Genau. Naja, jetzt hat sie mich schon wieder fast gehabt. Das Pflänzchen. Die mag mich anscheinend. So. Zack. Eine Energiezelle für uns. Und ja, Pflänzchen hat wo ausgefleischt futtert. Ja gut, sie konnte uns ja auch einmal verputzen. Das ist die andere Seite. Und jetzt holen wir uns da natürlich noch ein paar Orbs, die sie sich halt eben irgendwann mal reingesnackt hat. Holen wir jetzt aus dieser Pflanze raus. So. Gut, kommt nichts mehr. Auf jeden Fall auch ein schöner Raum. Muss man sagen. Und das war schon das ganze Hexenwerk im Endeffekt hier vom Tempel. Wir sind sogar einmal dabei gestorben. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und ja, da sind wir wieder draußen und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen von dieser Folge. Wir haben sogar mal fast die 10 Minuten erreicht, 9 Minuten. Und ja, er macht hier auf jeden Fall Michael Jackson nach. Aber würde sagen, bis zur nächsten Folge, bis dahin, bye bye und haut rein.